Hallo, ich bin Klaus aus dem Schwarzwald. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich meinen Genos, mein Yamaha Genos mit dem iPad und der Anwendung OnSong steuere. Dazu habe ich ein Video vorbereitet, in dem ich die Schritte erkläre. Ich habe von der Keyboard Akademie dieses schöne Paket gekauft mit deutschen Schlagern und bin es doch leid, immer irgendwie in Papier zu gucken oder irgendwelche Registrierungen einzustellen und zu laden und wollte das gerne alles automatisch durchführen. Und dafür gibt es mit dem iPad und der Anwendung OnSong eine ganz tolle Möglichkeit. Hier zeige ich euch, was ich nach der Bearbeitung erreicht habe. Ihr seht, ich habe in der Liederbuch-App OnSong die Titel alle eingepflegt und habe Steuerinformationen für jedes Lied hinterlegt, die die Registrierungsbank und die Registrierungsposition vom iPad steuern. Ich habe hier in OnSong eine Playliste angelegt, wie ihr seht. Ich kann die Playliste nach und nach abarbeiten. Ich kann aber auch in das Verzeichnis reingehen, wie jetzt gezeigt, und einen beliebigen Titel aus der Playliste suchen. Und wenn ich den aufrufe, dann wird sofort die richtige Registration geladen. Dafür muss ich aber einige Vorbereitungen treffen. Zunächst mal habe ich die Titel auf den Computer geladen. Die Titel, die Textdateien, die habe ich von der Firma Hage mitgekauft mit dem Buch 101 Schlager. Diese Dateien müssen aber bearbeitet werden. Ich zeige hier, wie ich das auf meinem Mac vorbereitet habe. Ich öffne die Datei mit Word und kopiere oben den Titel an allererste Stelle. Die Service-Info von Hage Shop habe ich rausgenommen. So, erledigt. Jetzt kann ich noch die Texte korrigieren. Das kann ich machen mit automatisch suchen und ersetzen oder manuell. Hier habe ich das jetzt durchgeführt und jetzt speichere ich die Datei mit Speichern unter. Das ist wichtig, weil ich muss unbedingt diesen Screen hier bekommen, um die Codierung einzugeben. Es muss Unicode UTF-8 sein. Sonst wird das auf dem iPad nicht richtig wiedergegeben. Also bearbeite ich alle Titel und dann ab ins Dropbox-Verzeichnis. Von dort geht der Import auf das iPad am schönsten, weil es in einem Rutsch funktioniert. Zusätzlich zu meinen Änderungen muss ich in jedem Song einen kleinen Textring eingeben, indem ich die Steuerinformationen speichere, mit dem dann später das iPad den Genos veranlasst, die richtige Registrierung zu laden. Hier habe ich mal jetzt in OnSong den Song Editor aufgerufen und ihr seht, oben ist der String MIDI Doppelpunkt 0.26 Doppelpunkt 0 at 0. Den habe ich mir jetzt kopiert beim ersten Lied und füge den jetzt im zweiten Lied einfach oben ein. Dieser String muss in der zweiten Zeile direkt nach dem Titel stehen, sonst wird beim Aufrufen des Liedes nicht automatisch die Registrierung an Genos geschickt. Jetzt muss ich natürlich diesen String leicht ändern. Ihr habt gesehen, ich habe vorne vor dem @-Zeichen statt der 0 hier eine 1 eingetragen. Abgespeichert und zum nächsten Lied. Hier tue ich genau das Gleiche. Ich füge wieder den Befehl ein aus dem Speicher. Setze diesmal statt der 0 eine 2. Und
Sorge dafür, dass dieser String in der zweiten Zeile steht. Speichern. Fertig.